Moin moin meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever. Hier auf Karte zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. An meiner Seite sitzt der Manu. Uhu. So, wir haben heute wieder richtig Kohlen auszugeben, weil wir haben in der letzten Folge wieder ordentlich was eingenommen. Also machen wir das gleich. Auf die Kunststofffabriklinie setzen wir jetzt mal ein paar neue Fahrzeuge, und zwar die 187 der Deutschen Bahn mit 3 Fünferpacks Doppelstoppwagen. Kostet uns für alle drei zusammen 147 Millionen. Aber es ist so, wir brauchen die Kapazität. Kommen wir nicht drum herum, wir kriegen den Kram nicht weg. Und deswegen müssen wir es erhöhen. Aber wir haben natürlich noch mehr heute im Portfolio, was wir alles noch erledigen wollen. Mal gucken, ob euch das alles so gefällt. So, und hier haben wir die wunderschöne 187 der Deutschen Bahn. Immer noch viel zu kurz dazu. Ja, die jetzt natürlich nach dem Austausch macht er das Fahrzeug ja nicht voll. Das ist ja schon bekannt. Gut, das hat schon mal gut geklappt. Hier haben wir auch die Ersetzung drin. Ne, haben wir noch nicht fertig. Ach, hier haben wir einen Zug. Sehr schön, sehr schön. Sieht echt gut aus. Dann müssten da jetzt ja gleich ordentlich was passieren. Und die LKWs in Hamburg richtig was zu tun kriegen. Unsere Kühlbrandbrückentracker. So, jetzt wird beladen, hauptsächlich Kunststoff. Also, der Fokus liegt natürlich auf dem Kraftstoff, weil es sehr, sehr viel ist. Aber wir werden natürlich versuchen, auch Kunststoff mitzunehmen, und das ist auch gut. So, jetzt haben wir schon gut was mit weggenommen. Und alles, was weg ist, ist weg. Wird nachproduziert. Bringt Geld. Ach so. Ja, erstmal bringt das ja jetzt Geld. Milliarden. Das bringen wir in den Biosprit ja erstmal in. Nach Kantopolis, ne, nach Hamburg. Ach, so viel ist das nicht, was darum liegt, das ist okay. Der Rest versickert vermutlich aufgrund des Spritmangels in Kantopolis. Ja, genau. Ah, immerhin 1,4 Millionen da kassiert dafür. Für ein bisschen Sprit. Oh, den Sprit wird er wahrscheinlich komplett hier lassen. Jo. Alter, und nicht ein Stück für die LKWs. Diesmal, wie hungrig die Stadt ist. Alter Schwede. Ich hab gerade mal 52% abgedeckt. Oh, da geht noch mehr. Ich glaube, wir können bald noch da auch noch einen neuen Ölzug hinstellen. Ja. Hatten wir auf den Pendel den nicht drei Züge drauf? Scheinbar nur zwei. Ne, es sind drei drauf. Okay. Einer hat er hier gerade abgeladen. Der andere gerade im Tunnel. Da nee, der kam uns entgegen in Hamburg. Der dritte war oben gewesen.
Zug 97 möchte gerne eine Ersetzung. Ach, das ist der VY. Mit der U1. Leicht defizitär. Egal. Fahren wir mit weiter. Irgendwann lohnt er sich. So, wir haben noch richtig was zu tun. Und zwar wollen wir noch einen weiteren Zug auf die Pendellinie setzen. Dazu kaufen wir uns eben schnell einen Zug. So, Güterzug. Zwergenhain, Kantopolis, Versorger. So. Nur das Teil sofort ersetzen. 81 Millionen für einen Zug. Ja, wenn du halt so eine ramschbillige China-Lok kaufst. Oh, Warnung ist oben wieder. Was haben wir diesmal? Immer noch Jimmy, ja. So, was wir aber noch mal rausgefunden haben, und zwar sind die alle Brotproduzierenden im Süden auf Volllast. Und das wollen wir schnell noch mal ändern. Hier hätten wir noch einen Bauernhof. Jetzt brauchen wir auch noch eine Bäckerei. Das reicht. Kannst du ja nicht sagen. Aber ja. Und eine Bäckerei. Da wird es dann jetzt schon etwas schwieriger. Ja, weil wir keinen zweiten Straßenanschluss gesetzt haben. Das ist ja das Frachtterminal hier. Ja, haben wir schon. Mal gucken, was wir da noch alles hingezaubert kriegen. Ne? So, Lebensmittelfabrik. Könnten wir sogar. Unser bäurigen Weisheit. Funktioniert. Gut. Das haben wir jetzt auch noch mal ein bisschen optimiert. Gut, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja, das dauert noch ein bisschen, bis die Chemiefabrik endlich abgefahren ist. Das war ja immer früh. Oh, alter Schwede. Und ich habe gedacht, wir haben so viel Kapazität noch immer. Ah, hier sieht das aber jetzt langsam aufgeräumter aus. Okay, so. Wie bitte? Er hat doch noch einen dranhängen bei Gelegenheit. Ja. Das Problem ist, bei den Wagen, die wir jetzt hier hinten drangehängt haben, ist natürlich kein Baumaterial dabei. Ja. Habe ich aber nicht bedacht. Doch, die Dostos. Aber die kosten so viel Asche. Ja, und? Nahverkehr kostet immer. Ist ja kein Nahverkehr. Doch, Güternahverkehr. Da brauchen wir Güternahverkehr als Wagen. Was ist denn mit den langen Habins, mit den gelben? Auch kein Kraftstoff. Nee, nur Öl. Nein.
Schweinerei, ne? Mhm. Ich habe gedacht, ich kann es abwenden, aber dann ist es wohl, wie es ist. €11 Millionen. So, ja, unser Holzwagen, das ist auch noch eine spannende Geschichte. So, Öl, ja, beim Öl wollten wir ja auch noch was machen. Und zwar so, wir fahren von Häusenstandzentrum zum Transfer. Von hier aus fahren wir wieder zum Zentrum und fahren nochmal zu Transfer. Genau, auf eine zweite Spur. Ja, genau so wollte ich das auch. Und jetzt brauchen wir noch eine weitere Lok. Irgendwas ziemlich zügiges, würde ich sagen. Ja, eine 103. Ja, das ist Zubringerlok, okay. Güterzug. Rohöl, Kunststofffabrik, nein. Häusenstamm Kraftstoffproduktion. Ja. So, du kriegst noch mal ein neues Fahrzeug für 114 Millionen. Ah, Shinkansen spielt jetzt auch ordentlich Geld rein. Ja, die wollten wir auch noch verlängern. Alter Schwede, wir haben im Jahr 290 Millionen plus gemacht. Ja, wo wir aber mitgefahren sind. Ja. Wo du kaum was ausgegeben hast, außer ein paar Busse, glaube ich, oder was es waren. Ja, automatische Ersetzung, ne? Ja. Hauptsächlich. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Was machen wir mit dem Holzzug denn jetzt mal? Ja, da ja mittlerweile auch wieder Güter drüber pendeln, so wie es ausschaut, weil jetzt Zeug aus per LKW angeliefert wird da unten. Viel länger können wir nicht mehr werden, außer Doppelstock. Aber Doppelstock bringt ja keine Holzbrettchen mit. Richtig. War ja unser, oder Holzbaumstämme. 1200 bleiben wir liegen, oder muss es erstmal so bleiben? Oder noch ein weiterer draufsetzen. Ja, aber da wird jetzt ja hier, kommt der nächste schon. Oder auf rein Holz umrüsten. Ja, aber dann kriegst du ja Güter nicht mehr gependelt. Ja, das heißt, der nach No-Name-Necity müsste eigentlich in Gifhorn zwischenhalten. Na, der andere fährt ja gerade raus. Oder man geht hin, zwei Züge mehr drauf und macht halt dann wieder beide Bahnhofsseiten. Was man ja auch noch mit dem Eisenzug machen wollten. Ja, stimmt. Eisenzug. Können wir mit dem Holzzug auch machen. Bringen wir nochmal zwei Stück drauf. Aber dann müssen wir die Zufahrt einfacher machen. Dann müssen wir davor so ein Haltegleis machen. Sonst kriegst du die Haltegleis. Sonst kriegst du die nicht
Also so ein Wartegleis. Weißt du? Achso, einmal links, einmal rechts, ja, wie in deinem Tutorial. Genau. Autosave. Na, so. Aber 160 müssen doch gehen. Locker. Kleinarbeit machen hier. Ja, es ist doch sehr langsam. Da ist noch ein Signal, noch ein Ding im Weg. Ein Signal, deswegen kannst du nicht weiterziehen. Ja, aber so viel weiter kannst du nachher auch nicht mitziehen. Und du musst die Kurve hier nehmen, du musst ja wieder rein ins normale Gleis. Mhm. Ich kann es gerne nochmal probieren. Ich glaube aber nicht, dass wir da viel mehr bei rausbekommen. Warum? Ochs nicht mehr. 136. Einmal. Ja. Ja, dann machen wir dazu. Jetzt setzen wir noch ein bisschen. Das ist es jetzt. Dasselbe muss ich auf der anderen Seite machen, ja. Mhm. Das wird viel spannend. So viel Platz. Ja. Weil da ja das Gleis in der anderen Linie kommt. Jetzt ein bisschen gucken, ein bisschen noch chingen. Wir sind quasi ab hier schon das andere Gleis haben. Aus der Kurve raus, meinst du?
Wollte ich zuerst machen, ja. Machen wir auch. Das Doofe ist jetzt nur, die ganzen Signale müssen neu gesetzt werden. Sind ja zum Glück nicht allzu viele. Das stimmt. Da habe ich mich mal zurückgehalten. So. Auch gleich fertig. Jetzt wird das vorderste Stück. Könnte noch mehr drin sein. Gucken wir mal, ob wir da noch was rausholen können. Müsste ja hier hinter der Brücke eigentlich reichen. Und dann 60. Boah, das müsste reichen. Oder nicht? Doch jetzt. Okay, dann versuchen wir jetzt die Linie mal umzubauen. Und zwar soll das jetzt wie folgt: von Gifhorn Süd fahren wir nach Unterhannover. Von Unterhannover fahren wir nochmal nach Gifhorn Süd. Und dann fahren wir nochmal nach Hannover. Abfahrtsterminal nehmen wir auch zwei verschiedene. Bei dem Teil passt das. Bei dem Teil nehmen wir nochmal drei. Müssen wir dem das natürlich nochmal beibringen. Dass er die Spur zu wechseln hat. Genau. Gifhorn. Von Gifhorn nach Unterhannover machen wir gleich. Von Unterhannover nach Gifhorn setzen wir dich fest auf die rechte Spur. Mit dem Teil. Und von Unterhannover die zweite Tour machst du hier drüber. Und von Gifhorn Süd die erste Tour geht hier rüber und die zweite Tour Gifhorn geht dort rüber. Gut. Das sollte jetzt hinhauen. Zug 1 und Zug 6 stehen sich gegenüber. Okay, ja.
Bahnhof zu kurz. Dafür nee, ist wir wollen beide in denselben Bahnhof rein. Ah, okay. Das weiß ich natürlich nicht, wie ich den erzählen kann, dass er jetzt auf die andere Spur gehen soll. Moment. Der will jetzt nach Heusenstammzentrum und der will jetzt nach Heusenstammtransfer. Schick ihn doch nochmal zurück. Oder schließt das Außengleis an, was jetzt noch frei und brach liegt. Könnte. Das Außengleis? Ja, an dem Kopfbahnhof. Dass du... Ach so. Ja, dass er dahin ausweicht. Mit der einen Tour. Ja, weiter vorne. Eine Doppelkreuzweiche. Möglich. Dass man immer erst brutal werden muss und alles mit Gewalt abreißen muss. So, pass auf. Wir machen jetzt folgendes Späßchen. Da eine Doppelkreuzweiche, genau. Also muss ich ihm ja natürlich noch erzählen, dass er hier anderes Gleis auf der zweiten auf der Tür. Das nicht tut, dann genau umgedreht. Nee, nee, alles gut. Muss es erst kapieren. Ja, okay. Muss da einmal bitte wenden. Gucken wir mal, na, ob das es wird. Sieht aber da noch aus. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Okay. Auf dem Verteiler haben wir auch noch einen Zug drauf. Ja, man sieht's. Ah, die Nachfrage ist höher geworden, ne? Ja. Okay, das haben wir auch hingekriegt. Hier sieht das auch sehr gut aus bereits. Oha. Bringt euer Kunststoff und das Zeug weg. Oben stapelt sich natürlich. Kantopolis. Leicht überfordert. Ja, die andere kleinen Schnuckligen. Ja, müssen wir dann doch durch Großkapazität ersetzen, oder? Zumindest ein bisschen größer.
würde ich jetzt mit anfangen, dass wir auf die 40er gehen. 36. Anstatt 25. Oder willst du gleich schon auf XXL gehen? Ich würde vielleicht mal den Future Truck ausprobieren. Den Future Truck? Ja. Okay. 74 Millionen. Für 26 Fahrzeuge. Ja. Happy Frachting. Willkommen in der Zukunft. Von jedem. Achso, das sind die Holz-LKWs. Mhm. Ja, das sieht ja nicht aus. Wir müssen auch die Züge auf die Holzlinie setzen. Die Züge auf die Holzlinie? Ja. Achso, die weiteren Züge, ja. Ja, genau. Holzweg geschafft kriegen. Ja, nicht, dass da nachher irgendwas dabei rauskommt, ne? So, Linie zuweisen, Güterzug. Holz. Ne, Stimme? Ne. Holzbrettchen Süd. Süd, ja, genau. So, dich einmal ersetzen. Und dich können wir auch gleich ersetzen. Oh, mal gucken, ob das klappt. Oh. Mit denen jetzt mit Doppelstock ausgestattet, ja. Ja, ja. Gott. Müssen wir nochmal wieder einen Takt herstellen. Kennen wir ja alles, ne? Beschleunige das Ganze mal ein bisschen. Aber da kann das natürlich auch mit der Takt hier verhauen, ne? So, da kommt er auch schon. Der kann auch wieder los. Einfach mal eine Schienenblockade. Ah ja. Andere machen eine Sitzblockade, wir machen eine Schienenblockade. Ja, und der Bürgermeister fragt, warum kommen da keine Waren an in No Nameless City? Ja, wie gesagt, Nachfrage regelt sich alleine, ne? Ja, den müssen wir beim nächsten Mal auch umbauen. Den Eisenzug. Eisenstein. Den Steinzug, klar. Ja. Das wird aber eine Herausforderung. Mhm. Ich meine, hier halten ist ja nicht so schlimm. Ja, hier fahren sie, hier halten sie ja nur zweimal. Im Prinzip ist ja das Ende nur interessant. Ja, aber das kriegen wir auch hin.
Da hat er doch noch ein zweites Gleis übrig, oder? Ja. Die Außenbahn besparen. Ja. Autosave. Er beschwert sich schon über die Zuliefer. Kapazität nach Dornwood City, der Bürgermeister. Ja. Ist ja auch völlig in Ordnung. Das haben wir uns jetzt angehört und. Ja. Wenn mal zu frei ist, wird er geliehen, wird er leicht ausgeliehen. Okay. So. Hier machen wir wieder die Zufahrt. Da ist der Abzweiger. Moment. Gleis will nicht mehr so wie ich möchte. So, jetzt müssen wir das Ganze auf der anderen Seite auch noch mal. Also der schwierigere Teil der Operation. Ja, mal wieder. Again and again. Oh. Aber hier ist es, glaube ich, einfacher, wenn wir einfach das rückführende Gleis. Eins nach außen schubsen. Genau. Da möchte es nicht raus haben. Und dann hoffentlich hier noch überall mit durchpassen. Guck mal, das Durchfahrtsgleis wäre sogar noch frei. Ja, da habe ich auch gerade gedacht. Krass. Alter. Weil vorne wechselt er ja sowieso dann die Spur. Also kannst du hier auch gerade rausgehen. Geht ja genau auf das Gleis. 134. Ja. Schlechter. Abreisen, neu bauen. Warte. 129. Oh. Ja, nee. Nee. Also. Oben noch anschließender Bahnhof. Notfallweiche. Also oben noch anschließender Bahnhof? Kannst du das einstellen? Ja, das Zufahrt zu dem Durchfahrtsbahnhof. Die Zufahrt zum Durchgangsbahnhof hast du noch nicht gebaut. Ach so, ja, stimmt. Nach der Bergstrecke. Die 30 cm fehlen noch. Ja, nach der Bergstrecke ist vor der Bergstrecke. So, und jetzt noch die Signale drehen.
Gut. So. Ist aber auch Concentration hier, ne? Mm. Alle schauen so gespannt zu. Ja. Also wir haben jetzt kurz nach Mitternacht und es sind immer noch 40 Zuschauer da. Im Livestream. Das stimmt. Das ist schon eine schöne Sache. Also es freut mich auch. Man muss es auch alles bedenken, das ist alles noch nach der Arbeit, ne? Ja. Ich habe heute einen ganz normalen Arbeitstag gehabt, geteilten Dienst. Und danach machen wir noch Live-Let's Play. Seit 5 Stunden. So. So, jetzt müssen wir uns da oben dann noch ein Gleis raussuchen. Ein zweites, ne? Ja, anbauen ist ja nicht mehr, oder? Nee, geht vom Straßenanschluss ja nicht. Also müssen wir faktisch das eine überlenken. In die Mitte leiten, ja. Oder beide in die Mitte leiten. Das ist auch wieder so suboptimal. Also würde ich nur das Äußere rüberleiten, anstatt in den Bahnhof. Ja, ne. Da war es schon wieder mit einer Doppelkreuzweiche arbeiten. Man? Was? Müsste man sicherlich, sonst kommt man nicht rüber. Also das Gleis fährt dort rein und das Gleis fährt dort rein und da wollen beide raus. Wenn du reinfahren kannst, kannst du reinfahren. An der Ausfahrt gehen? Ja. So, jetzt müssen wir nur noch die Terminal, also die Strecke, die Linie verdoppeln. So, also wir fahren von Heusenstamm Anbau nach Langenhagen Steinbruch nach Langenhagen West. Wenn du in Hannover bist, kurz mal ein Blick auf den Kreisel, der funktioniert aber vorhin durch in der letzten Folge. Ja, sieht gut aus. Staut sich zwar ein bisschen, aber. Langenhagen West. Vor Langenhagen West, weil da fährt er durch. Sagen wir dir, bevor du irgendwann mal auf die Idee kommst, sollst du darüber fahren, dann nach Langenhagen West. Von Langenhagen West fährst du ganz normal Aschaffenburg Ost. Was? Abladen. Und fährst wieder zurück. Ja. Warte mal. Nach Aschaffenburg Ost kommt wieder der Steinbruch. Da eingleisig, ja, da müssen wir noch aufpassen. Linienproblem. Ah, deswegen. Okay. Ja.
Fahrt. Ja, das können wir nachher noch ändern, wenn wir die, wenn wir das alles schon drüben haben. Wenn der Gegenverkehr nicht mehr so läuft. Ja. Gut. Moment. Dann. Ah, das ist schon 45 Minuten, ey. Ja, die Linie muss jetzt fertig werden. Ist euch das nicht zu lang? Echt krass, Mann. So, also wir behalten dann hier in Aschaffenburg-Ost. Ja. Von Aschaffenburg-Ost fahren wir nochmal. Nach Heusenstamm? Nach Heusenstamm. War das andere Signal vorher? Genau. War das, ist das Signal? Äußere. Warum wir hin? Äußere Signal? Ja. Äußere Signal nach außen. Ja. So, Steinbruch. Dann wollen wir über das andere Signal nochmal hierher fahren. Ja. Fahren dann wieder nochmal Aschaffenburg-Ost. Dann übers innere Signal. Hier wieder rein. Um dann auf Gleis 2 zu kommen, weil vom äußeren wäre es am besten, wenn wir hier rechts reinfahren und von dort den links rein. So, in Hannover müssen wir uns nochmal die Streckenführung angucken, wie er rausfährt, weil der ist halt was quer. Ja, ich weiß. Dürfte jetzt aber alles wieder, nö, ist immer noch nicht schwer wieder. Dann müssen wir das Ausfahrsignal noch berücksichtigen, dass er ganz außen rum fährt. Der dann, ey, krass. Das ist ja krass. Von der Idee her eigentlich geil. Aber du kreuzt dann x-mal, oder? Ja, auf jeden Fall. Naja, vermeiden, dass er da lang tuckert und sind Güterverteiler ruiniert. Aber von der Idee her voll geil. Ja. So, das ist von Langenhagen nach Aschaffenburg. Nee. Das ist von. Na ja, doch, Langenhagen West. Ausgang. Ich habe ihn. Wird das Signal da unten genommen? Ja, jetzt. Alter Schwede, ey. Ob das funktioniert, keine Ahnung. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen in einer anderen Folge. Nein, in einer weiteren Folge, in der nächsten Folge, würde ich schon sagen, ey. Wahnsinn. Gucken, wo der jetzt hinfährt. Das tun wir uns noch an und dann ist die Folge auch schon zu Ende. Alter, wir haben schon wieder viel zu viel Überlängen produziert, ey. Oh, das ist Zug 1. Den haben wir, glaube ich, letztes Mal in Folge 3 gesehen. Der hält hier nochmal? Habe ich zu wenig Signale da drauf. Er ist wahrscheinlich durcheinander gekommen. Ja, da fährt das nochmal in die andere Richtung wieder. Ne, komm mal hier. Zack. Langenhagen West, genau. Das bringt das nichts. Wenn du da jetzt noch zurückfährst, wird ja alles schief. Alles krumm und alles quer. Außerdem hast du eh schon alles beladen. Ich glaube, da hoch nach Hannover fährt gerade kein Güterzug mit Ware. Die haben Hahn in Aschaffenburg gelassen. Ach doch, da ein bisschen Sprit noch drauf. Na, mehr Cover für die Beinchen. Krass, Mann. Es ist so komplex, ne? Also man macht es, also wir haben das ja selber so komplex gemacht, diese Staffel. Das ist schon echt heftig, dass man den richtigen Kopf einschalten muss. Wie, was, wann, wo, wieso. Durch diesen kombinierten Schienenverkehr. Weil wir wollen natürlich nicht für jede Linie eine eigene Schiene bauen. Das ist, ja,
blöd. Keine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Wir wollen ja schon gemeinsam auf Bahnhöfe anfahren etc. Genau. Wir wollen ja auch die andere Züge sehen und nicht immer nur andere Strecken sehen. Deswegen wollen wir das Ganze ja gemeinsam machen. Oh, guck mal, hier sind schon zwei Züge auf zwei Schienen. Das ist doch richtig cool. Das ist genau das, was wir haben wollten. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir beide fahren können. Müsste er eigentlich. Nur die Rückfahrt ist kreuzend. Weil der fährt rechts rein, lädt ab und wir fahren hier reinladen ab. Das pendelt sich aber mit der Zeit sicherlich noch ein. Ja, auf jeden Fall. Das denke ich mir auch. Ja, deine Steinchenproduktion wird jetzt wahrscheinlich gleich explodieren. Du kannst noch Werk 7 und 8 hinstellen. Ja. Hallo, der Bahnhof hat ein Ende. Dieser Bahnhof hat kein Ende. Nein, nein. Nein, nein. $18,4 Millionen, ey. Wahnsinn. Und 430 Eisen, ey. Was produzieren denn jetzt an Stahl alleine? So, haut es jetzt eigentlich hier mit den beiden Jungs? Gibt's da kein Gemecker, ne? Verteilt sich auch ziemlich gut auf die Linien. Boah, nach Kartoffel ist gerne mal wie viel? 830? Ein Zug voll. Ein Zug voll Sprit. Wenn der Mannzug kommen würde nach Kartoffel, ach doch, einer müsste da drin stehen. Der entlädt aber noch. Stimmt. Das geht alles mittlerweile in die Stadt, da sind wir auch sehr gut davor. Aber schaffen schon wieder kein Ende, ne? Ja. Es ist kein Ende in Sicht. So, da kommt der andere Kraftstoffzug gerade rein. Hoch. So, der fährt rein und der andere fährt raus. Also bei Abschalten kann das Herz sich dazu eingeladen. Es ist immer so spannend. Wie sagte Armin Maywald so schön, und der rechts ist der Knopf zum Ausschalten. Ja. Okay, wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sind jetzt bei 53 Minuten. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Zeigt uns mit einem Däumchen, Feedback gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder zu einer weiteren Folge. Transportfieber. Bis zum nächsten Mal. Euer Kante. Tschüss. Tschö. So ein Chaos. Ah!